Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, um mehr junge Menschen für Ausbildungsberufe zu gewinnen, brachte die AfD bereits im Januar diesen Jahres einen längeren Antrag ein. In diesem Antrag haben wir insgesamt 1, 2, 3, 15 Forderungen gestellt, die die Menschen dazu bewegen sollten, sich doch in jungen Jahren vielleicht für eine Ausbildung zu entscheiden. Ich nehme die Spannung vorweg, was ist mit diesem Antrag passiert. Er wurde hier in diesem Haus einstimmig von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Übrig geblieben ist jetzt eine Forderung von diesen 15, die die FDP nun einbringt, und zwar doch mal irgendwas mit Social Media zu machen. Als wäre das Ministerium nicht schon von alleine drauf gekommen, sollen es jetzt Influencer richten, die, ich sag's mal so, in den meisten Fällen nicht unbedingt Leuchttürme für solide Ausbildungsberufe und berufliche Werdegänge sind. Aber wahrscheinlich kommt dann so etwas dabei raus wie beim Justizminister Buschmann, der zum May the Force ein Bild hochlud mit Grogu, den er dann noch als Yoda fehlbezeichnete. Das war wirklich mega cringe. Was soll als nächstes kommen? Tänze bei TikTok, vielleicht ein Kesser Twitch-Stream? Man kann nur Schlimmes vermuten, wenn sich da die Regierung tatsächlich an junge Menschen wenden möchte. So bleibt es wie so oft. Politik baut Wolkenschlöcher, Handwerker und Ingenieure die Welt. Wir sind für mehr Ausbildung und MINT-Berufe. Wer das möchte, wählt die AfD. In diesem Sinne, möge die Macht mit Ihnen sein.